Mein Erweckungsbuch kam relativ spät. Ich bin eigentlich so mit Mitte 20 erweckt worden. Von Stephen Hawking, kurze Geschichte der Zeit. Und der Hintergrund war der, dass ich ein riesen Science-Fiction-Fan bin. Also ich habe seit ich Kind war eigentlich, habe ich damit angefangen, Hans Domenik und dieses ganze Zeugs. Und später die richtig großen Autoren und auch Stanislaw Lem und Isaac Asimov. Aber ich war in der Schule denkbar uninteressiert an Physik, Mathematik und solchen Dingen. Die wurden uns erstens noch nicht gut vermittelt und zweitens war ich eine faule Sau. Also muss man auch irgendwie alles miteinander in Verbindung bringen. Und dann geschah es, dass ich mit Mitte 20 mal nachts unter so einem Sternenhimmel stand und habe da hochgeguckt und habe gedacht, boah, wie irre, da würdest du gerne mal hin. Und dann fiel mir auf, dass ich nichts darüber wusste. Also du hättest mir alles erzählen können in irgendeinem Science-Fiction-Roman. Ich hätte alles geglaubt, hättest jedes Naturgesetz brechen können, weil ich einfach keine Ahnung von Naturgesetzen hatte. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass diese ganze Qual der Schulzeit, dieses lausige Abitur, dass du das alles auf dich genommen hast, um jetzt hier zu stehen und keine Ahnung zu haben. Und dann bin ich losgezogen, aber gerade dieses Buch raus von Hawking und habe mir das gekauft und gedacht, jetzt machst du das mal, jetzt holst du das mal nach. Und habe festgestellt, wie viel Spaß mir das macht. Das war absolut irre. Und das, was in der Schule da betrieben worden ist, es war ja kein Vermitteln von Wissen im Sinne von Verstehen, sondern das war einfach eine Reinpauken, ja, das ist so wie Gänsestoffleber, ne, so immer in den Hals rein. Und das machte alles keinen Sinn für mich damals. Und plötzlich ergab das den allerschönsten Sinn. Und dann habe ich die Welt mit anderen Augen gesehen, dann war die plötzlich spannend geworden. Und wie das so ist, wenn du anfängst, dir dann sowas reinzupfeifen, für jede Antwort, die du bekommst, kriegst du ja 10 neue Fragen in deinem Kopf. Und dann habe ich angefangen, mich mit sowas zu beschäftigen. Nee, eigentlich nicht. Es gab solche Bücher nicht. Das verhält sich ein bisschen mit wie mit den Büchern, wie mit Lachsersatz. Lachsersatz ist ja ein schlimmes Zeug. Das ist ja wie versalzenes Weichplastik. So dicke Scheiben, Seelachs, glaube ich, in Öl, trieft vor Öl, knallorange. Als Kind habe ich das geliebt. Wenn wir zu meiner Oma gefahren sind, gab es immer Lachsersatz mit hartgekochtem Ei und dann gab es noch so ein Billig-Kaviar. So für 2,50 Mark damals gab es so ein großes Glas, Schuhwichs hat man das immer genannt. Und das war damals Luxus. Und dann isst du das und genießt du das eine Weile und dann irgendwann isst du zum ersten Mal echten Lachs. Und dann gewöhnst du dich da dran und dann irgendwann sagst du, Gottes Willen, was haben wir damals diesen scheiß Lachsersatz gefressen, entsetzlich, ne? Und dann, wenn du auch darüber wieder weg bist, dann gehst du hin und kaufst dir im Alter von 40 oder 50 Jahren ein Döschen Lachsersatz und sagst, wie lecker. Und das ist genauso mit den Büchern auch. Es gibt eigentlich kein Buch, für das ich mich geschämt habe oder für das ich mich heute schäme, dass ich es mal gut fand, sondern es gibt Phasen deines Lebens, da ist das, was du vor ein paar Jahren gemacht hast, uncool. Ja, ist immer ganz normal. Und das ist etwas, was sich bei Teenagern besonders mitteilt, aber auch bei Erwachsenen. Ich kenne so viele Erwachsene, die finden mit 40 das, was sie mit 30 gemacht haben, uncool und umgekehrt und so weiter und so fort. Da war ich irgendwie 13 oder 14, und zwar gab es eine Buchhandlung in der Innenstadt und ich habe so ein Taschenbuch geklaut, da gab es so ein Science-Fiction, den ich haben wollte. Hatte ich aber kein Geld. Und dann habe ich ein ganz altes Buch genommen, so ein großes gebundenes, was ich hatte, Räuber Hotzenplotz oder irgend sowas in der Richtung, und habe wie in den Agentenfilmen in dem Format dieses Taschenbuchs habe ich da so ein Loch reingeschnitten, ne, in der Mitte. Ne? Und in den Krimis ist dann da immer ein Revolver drin. Ne? So, und mit diesem dicken, ganz augenscheinlich alten, zerfledderten Buch, das also unmöglich aus dieser Buchhandlung sein konnte, da bin ich dann in die Buchhandlung gegangen und habe dann das auch vorgezeigt und habe gesagt, ob es das noch gäbe. Ne? Und dann haben die geguckt und haben gesagt, nee, gibt es nicht mehr. Ne? Da habe ich gesagt, okay, na, ich gucke mich noch mal ein bisschen um. Ne? Und dann bin ich dann so zu diesem Ständer gegangen. Und als dann so keiner guckte, ne, habe ich das aufgeschlagen, habe das Taschenbuch da reingetan und dazu geklappt. War hinterher stolz wie Bolle, klar, ja. Hab mir ein bisschen geschämt. Könnte jetzt natürlich sagen, ich habe mich hinterher so in Grund und Boden geschämt, das hat mich mein Leben lang verfolgt, hat es aber nicht. War Sport, ja. Habe ich aber nie wieder getan. Bin ja großer Donald Duck-Fan. Und ein Onkel von mir, der hat die ganzen Original-Donald Ducks aus den 50ern und 60ern, also diese ganzen von Karl Barks gezeichneten Sachen, aber die originalen Hefte.
Und die haben einen ganz bestimmten Geruch. Papier arbeitet ja. Und die waren damals schon alt. Die lagen schon ewig darum, als ich dann als kleiner Knirps dann hingegangen bin und habe die gelesen. Und ich erinnere mich an diesen Geruch. Das war für mich ein hohes, großes Glück, wenn die Erwachsenen sich dann an den Tisch setzen, erzählten irgendwelchen langweiligen Scheiß. Und ich kriegte also diese Packen und konnte daran lesen. Und dieser Geruch, das war für mich, das war ein Geschenk des Himmels. Und vor kurzem habe ich diese Hefte nochmal in die Finger bekommen und habe die aufgeschlagen und ich brauchte überhaupt kein Bild anzugucken, ich brauchte keine Textzeile zu lesen. Mir kam dieser Geruch dieses Papiers entgegen und ich war wieder dieses Kind. Das ist schon irre. In gewisser Weise ja, wenn das zu nah an dem ist, was du selbst schreibst. Noch nicht mal jetzt so sehr thematisch, aber wenn es jetzt, also angenommen, ich schreibe jetzt gerade wieder was Neues und es ist wieder ein Thriller und es ist zwar was anderes als der Schwarm, aber es ist auch wieder kein normaler Krimi, sondern es zieht eher so die Register eines globalen Szenarios und wenn ich jetzt parallel, sagen wir mal, Jurassic Park lesen würde, wäre das ein Fehler. Weil im Genre liegt es zu nah beieinander. Also dieser Mechanismus des Thrillers, wenn er zu sehr in die Richtung geht, die du selbst auch verfolgst, dann steht das tatsächlich in Konkurrenz. Was ich gut kann, ist, ich lese jetzt gerade Schweres Beben, Franzen. Das ist so eine ganz komplett andere Materie als das, was ich gerade mache. Und das ist gut, weil wenn ich einen Tag geschrieben habe und lese dann was komplett anderes, dann entkrampft das. Ja, das führt mich weg von mir selbst, das verhindert auch, dass ich mich in mir selbst verkrampfe, in meiner eigenen Story oder meinem Stil, sondern dass ich mal so eine Lockerungsübung mache und dann liest man irgendwie oder liest man Thomas Mann zwischendurch oder liest Donald Duck oder weiß der Henker was. Ne? Das funktioniert. Ich habe ein großartiges Buch gelesen, kürzlich Kind 440 von Tom Rob Smith. Ganz großes Buch, ganz, ganz toll. Und das spielt ja zur Stalinzeit. Und da geht es ja um die Repressalien, denen sich die Leute ausgesetzt sehen durch diesen stalinistischen Machtapparat, durch diesen Beamtenapparat, dass also quasi jeder verdächtig ist, ein Spion zu sein, das nur permanent denunziert wird, also so, dass du wirklich das Gefühl bekommst, dass die DDR dagegen Kindergarten war. Also das ist wirklich ganz entsetzlich. Und du bekommst eine heilige Wut auf diesen Apparat, der natürlich auch in dem Buch durch bestimmte Leute repräsentiert wird. Und die werden wirklich Hassobjekte. Ja? Wobei der Held selbst auch eine ganz zerrissene Persönlichkeit ist. Das ist auch jemand, den du am Anfang auch scheiße findest. Der gehört nämlich zu diesem Apparat. Ja? Und der repräsentiert das auch. Aber er findet dann irgendwann den Dreh und kriegt die Kurve und will da weg und ist natürlich jetzt, war vorher Täter und jetzt ist er selbst Opfer. Und insofern ist diese Wut noch bemerkenswerter als auf rein fiktive Personen, weil du weißt, das ist Realität, das war so. Ja. Und da werden schon große Gefühle freigesetzt. Das ist übrigens etwas, was ich bei Schriftstellern sehr bewundere. Wenn sie das schaffen, diese Gefühle freizusetzen beim Leser, dass du aufhörst zu denken, das ist Fiktion, sondern dass du wirklich denkst, verdammt, boah, dieses Arschloch, und wenn ich da an der Stelle wäre, und ich würde dir eine... Ne? Das ist klasse. Was ich wichtig finde, ist, dass man sich vielleicht dazu überwindet, hier und da mal ein Buch über die Welt zu lesen. Ein gutes Sachbuch. Einfach weil ich das Gefühl habe, wir leben in so einer medialen Schnipselwelt. Also wir haben noch nie so viel Information aufgenommen, jeden Tag, wie heute. Du machst den Fernseher an, überall sind Nachrichten. Nachrichten sind ja so eine kleine mediale Piepshow. Ne? Also überall wird mal so ein Fensterchen aufgemacht, da ist ein bisschen China, ein bisschen Indien, ein bisschen Afrika, dies und das. Und dann machst du das Radio an und da erzählt dir auch wieder einer was. Und dann liest du und dann ist wieder was Populärwissenschaftliches. Das heißt, du kriegst Schnipsel, Puzzlesteinchen von Informationen. Aber was kaum passiert ist, dass man eine Möglichkeit hat, das zusammenzusetzen zu einem großen Ganzen. Also die Astronautenperspektive, dass du dich erstmal von der Erde weit genug entfernst, um zu sehen, ach, sie ist eine Kugel, ja, ohne Details zu sehen. Und dann gehst du wieder näher ran und dann siehst du, ach, guck mal, da ist Wasser, da sind Kontinente und so weiter. Also dieses Weltverständnis, das ist etwas, was uns in dieser medialen Welt verloren geht, ja. Und gute, wirklich gute Bücher über die Welt können sehr unterhaltsam sein und sie können einem vielleicht einen Eindruck davon vermitteln, auf welchem Planeten man eigentlich lebt, welchen Stellenwert man eigentlich hat. Und dann kann man von da in die Details gehen und dann kann man die auch anders bewerten. Denn wir brauchen Toleranz
Toleranz ist wichtig. Wir sind in der globalen Gesellschaft. Viele Phänomene heute, die wir erleben auf dieser Kugel, die wir da bewohnen, sind Weltphänomene. Es sind nur scheinbar Phänomene des Landes, in dem sie stattfinden. Und um damit klarzukommen, meine ich, brauchen wir größere Bilder in unserem Kopf, größere Muster müssen wir erkennen, wie alles zusammenhängt, wie alles funktioniert, als das, was man täglich so hört und was man so liest. Bücher, die wahnsinnig viel Zeit gekostet haben, dick waren und irgendwann lästig waren, das sind meine eigenen.